In Gottes Namen feiern wir Gottesdienst. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich grüße ich Sie, liebe Zuschauer, zu Hause. Und hoffe, dass Sie sich nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Gemeinde empfinden. Das ist ja eine der Schwierigkeiten, die wir in dieser Zeit der Corona-Krise erfahren. Dass wir uns nicht als Gemeinde versammeln können. Wie gut, wenn wir dann aber den Gottesdienst am Bildschirm miterleben, hoffentlich auch mitfeiern können. Schon oft habe ich von vielen gehört, dass sie das am Sonntagmorgen tun, weil sie nicht mehr zur Kirche kommen können, weil sie zu alt, zu gebrechlich, zu einsam oder eben nicht mobil sind. Was für eine merkwürdige Solidarität ist das, wenn es uns heute allen so geht. Von manchen höre ich, dass ihnen der Gottesdienst in der Kirche jetzt sehr fehlt und mir selbst geht das auch so. Also nutzen wir diese Form, um Gottesdienst zu feiern. Ich hoffe und wünsche uns, dass wir für unseren Glauben aus dem Wort der Heiligen Schrift, aus den Liedern und Gebeten etwas Gutes mitnehmen können für die neue Woche und für diese ganz besondere Situation. Ich hoffe und wünsche uns aber auch, dass wir, wenn wir uns wieder versammeln können, den Gottesdienst in der versammelten Gemeinde dann wieder als etwas ganz Wertvolles, als eine Gemeinschaftserfahrung, als eine geistliche Erfahrung miteinander neu erleben und auch neu schätzen lernen können. Heute ist der Sonntag Misericordias Domini, von der Barmherzigkeit Gottes, die er uns in dem guten Hirten Jesus Christus zeigt. Dass wir an Christus glauben, dass wir uns durch alle Krisen hindurch von ihm führen lassen. Das ist unsere große Kraftquelle und Mutquelle für uns Christen. Wir singen, Sie sind herzlich eingeladen, zu Hause mitzusingen. 288 im evangelischen Gesangbuch, Vers 1 bis 3 und Vers 6, nun jauchzt dem Herrn alle Welt.
An diesem Sonntag wird überall der 23. Psalm gebetet, der Psalm vom guten Hirten. Sie sind eingeladen, dem Psalm mitzubeten. Der gute Hirte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um meines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Im Johannesevangelium nimmt Christus die Worte des Psalms auf. Wir hören aus Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Liebe Schwestern und Brüder, dass Christus uns mit einer Herde Schafe vergleicht, das klingt für unsere modernen Ohren doch schon sehr ungewöhnlich und merkwürdig. Wer will denn schon mit einem Schaf verglichen werden? Und dann auch noch mit einem aus einer großen Herde, mit einem aus ganz vielen. Wir postmodernen Menschen verstehen uns doch wesentlich als Individuen und nicht als Herdenwesen. Dieses Denken hat auch sein Recht, aber es hat auch seine Grenze. Und mir wird gerade jetzt in der Zeit der Krise das Bild der Herde umso sympathischer. Denn wer jetzt alleine ist, wer niemanden um sich hat, der ihn an der Gemeinschaft teilhaben lässt, der ihm Geborgenheit gibt und Schutz und auch Fürsorge schenkt, der ist doch arm dran. Das spüren wir derzeit doch ganz besonders in unserer Gesellschaft. Dass wir als Christen eine Gemeinschaft
bilden, dieses Leitbild miteinander haben, das ist, finde ich, etwas ganz Großes, das wir jetzt in dieser Zeit auch wieder neu entdecken könnten. Als Pfarrer spricht man mich manchmal lächelnd an auf meine Schäfchen. Das ist natürlich Unsinn. Ich bin nicht der Hirte, auch wenn das Wort Pastor so übersetzt wird. Ich bin Teil der Herde. Das ist mir ganz wichtig. Vielleicht ein Stück weit Leithammel, aber mehr auch nicht. Ich bin nicht der Hirte. Das ist gerade unser evangelisches Amtsverständnis. Der Pfarrer ist Teil der Gemeinde. Der Hirte ist ein anderer. Dass ein anderer, ein Größerer uns als Herde leitet. Und dass wir uns von ihm leiten lassen, das ist das Entscheidende. Christus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Hier klingt durch, dass das Christentum gerade in der Krise und aus der Krise entstanden ist. Der Karfreitag und auf seine Weise auch der Ostermorgen, das waren Krisen, durch die die Jünger hindurchgingen, hindurchgehen mussten und aus denen sie dann anders und gestärkt hervorgegangen sind. In der Erfahrung der Angst und der Trauer am Karfreitag ist die Gemeinde in eine besondere Nähe zueinander geführt worden. In die Nähe zueinander und zu Christus. Und in der Freude des Ostermorgens, da wurden die Jünger in eine ganz besondere, neue Weite geführt. Als Gemeinde des Glaubens und der Hoffnung und der Liebe, als Freunde des Lebens, haben sie sich neu verstehen lernen. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die Botschaft auch dieses Sonntags vom guten Hirten. Und eine Grundaussage unseres christlichen Glaubens. Christus ist für uns den Weg in die tiefste Krise gegangen, um uns von dort herauszuholen, herauszuführen, zusammenzuführen. Und deshalb scharen wir uns um ihn als seine Herde, denn in seiner Nähe sind wir gut aufgehoben, was immer kommen mag. Gleichzeitig führt uns der gute Hirte auch zueinander. Er zeigt uns unsere Mitmenschen, denen wir beistehen können, die wir ermutigen können, denen wir helfen können und die wir auch ein Stück weit in die Gemeinschaft der Herde einladen können. Keiner soll jetzt und keiner soll eigentlich generell allein sein müssen. Wir alle erleben in dieser Krisenzeit das Leben auf eine besondere Weise. Viele sind ängstlich, viele sind voller Sorge, weil Krankheit und Tod uns bedrohen. Und viele engagieren sich mutig für andere. Die schauen umsichtig, helfen und sorgen füreinander. Ja, es gibt auch die Egoisten, die hamstern und nur an sich selbst denken, weil sie eben nicht denken und nicht fühlen als eine Herde, sondern als egozentrische, egoistische Menschen. Wie traurig ist das? Denn glücklich werden sie damit nicht. Erfüllung findet man nicht in einem vollen Einkaufswagen voller Mehl oder Toilettenpapier, sondern in einem vollen Herzen, das gerne gibt, das gerne mit anderen teilt. Erfüllung finden wir, wenn wir den Geist der Gemeinschaft und der Güte verbreiten, der Hoffnung und der Liebe. Der gute Hirte, der die Herde schützt und für sie sorgt und sie leitet. Und die Herde, die zusammenhält und einander Wärme und Geborgenheit gibt und Schutz und Hilfe schenkt. Ich finde, das sind nicht nur zwei altmodische, sondern gleichzeitig ganz aktuelle, wertvolle Bilder für unser Leben, als Einzelne und als Gemeinschaft. Christus sagt, ich bin der gute Hirte, um alle, die Angst haben, zum Vertrauen zu ermutigen und um alle, denen es gut geht, zur Fürsorge, zur Solidarität mit anderen zu ermutigen, zur Gemeinschaft, zum Leben als Gemeinde, zum Füreinander.
Durch seinen guten Geist bewirkt der gute Hirte, dass wir in der Nähe zu ihm und in der Nähe zueinander, als Einzelne und als Herde, auch diese Zeit meistern können, mit allem, was sie uns abverlangen mag. Diese gute Erfahrung, die schenke Gott uns allen. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, du bist unser guter Hirte. Du gehst uns voran auf den Weg durch das Leben. Wir danken dir, dass wir an deiner Hand froh über grüne Auen gehen dürfen und auch getrost sein können in dunklen Tälern. Wir danken dir für deinen guten Geist der Gemeinschaft, der Rücksichtnahme und des Verzeihens, der unsere Wege mit Licht und Wärme erfüllt. Leite du uns als unser guter Hirte und führe uns dorthin, wo du uns gebrauchen willst. Wir danken dir für alle, die sich für andere einsetzen, für die Gemeinschaft, und bitten für sie um Schutz und Kraft und Mut. Segne die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, im Gesundheitswesen, in den Krankenhäusern und Heimen, in der Forschung und in den Betrieben. Segne alle, die jetzt so viel leisten, damit wir versorgt werden. Stärke und segne alle, die Kinder erziehen, in den Familien, Kindergärten und Schulen. Stärke und segne alle, denen diese Krise körperlich oder psychisch viel abverlangt, mit Ruhe und innerer Kraft, mit Geduld und innerem Frieden. Segne die Kranken,
die Sterbenden und die Genesenden, die Traurigen und die Glücklichen. Wir bitten, erbarme dich der vielen, die in anderen Ländern oft unter viel schlimmeren Umständen leben und leiden. Und segne alle, die dem Leben dienen, dem Schutz allen Lebens, der Würde allen Lebens. Für sie und für alle, die uns am Herzen liegen, beten wir in der Stille. Mit allen Christen in der ganzen Welt beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mit Gottes Segen wollen wir schließen und mit Gottvertrauen in die Zukunft gehen. Es segne und behüte euch. Es stärke euch und tröste euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.